Ja, hallo. Ich bin schön. Ich kann sie. Und freut mich, dass ihr alle total recht. Es ist halt. Und wünsche dir viel Spaß. Danke. Ich feiere etwas unmöglich akustische Verwechslungen. Das war ganz normal. Dazu kommt jetzt eine kurze Anekdote. Irrungen und Wirrungen. Durch die Spastik ist auch die Fähigkeit, deutlich zu sprechen, zum Teil eingeschränkt. Ob ich mich akustisch verständlich ausdrücken kann, hängt von der Tagesform, meinem persönlichen Stresspegel und unzähligen weiteren Faktoren ab, die ich wahrscheinlich selbst noch nicht mal alle kenne. Während der Zeit meiner Ausbildung in Potsdam wurde mir eine junge Frau als Arbeitsassistentin zur Seite gestellt. So trat ich eines Tages während einer Schulpause an sie heran und stellte ihr unbefangen folgende Frage. Darf ich putzen? Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Sie starrte mich mit weit aufgerissenen Augen und verzerrtem Mund ungläubig an. Nur zögerlich kam ihre Antwort. Nee? Was hat sie denn verstanden? Wieder entgleiste das Gesicht der Assistentin. Wieder presste sie die Worte zögernd heraus. Ob du mich knutschen kannst? Es wird besser. Man hört sich mit der Zeit heilen. Im Zweifel fragt bitte nach. Ich sage immer, ich wiederhole mich gerne. Wenn ich mit fremden Leuten in Kontakt komme, ist es frustrierend, immer wieder zeigen zu müssen, dass man sich normal mit mir unterhalten kann. Ein Freund von mir meinte dazu einmal, bei euch, den Menschen mit Behinderung, liegt die Beweislast. Ich, in eine Robe gekleidet, säße vor ihm. Nach einem kurzen Prozess bekäme ich eine Urteilsspastik, schlüge mit meinem Richterhammer auf den Tisch und verdonnerte die Vorurteile zunächst in Lachhaft. Dort könnte man gemeinsam über sie lachen und sie somit entschärfen. Anschließend brächte man sie ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung in die Zweifelhaft, wo man in der Lage wäre, ihre Richtigkeit in aller Ruhe immer wieder anzuzweifeln bzw. zu hinterfragen. Es liegt mir fern, mit erhobenem Zeigefinger zu tadeln oder gar auf die ganze Welt zu schimpfen. Das entspricht nicht meiner Natur. Vielleicht hilft das Buch ja dabei, das Verständnis füreinander zu mehren und die Ängste zu lindern. Anschließend erinnere ich mich dann gerne an die Worte von Goethe, die symbolisch sowohl für mein Leben als auch für dieses Buch stehen können. Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Die Erdbeerenfachverkäuferin mutierte. Eine fremde Person schiebt mich einfach aus heiterem Himmel und ohne ein Wort zu sagen. Wenn mir so etwas passiert, dann blockiere ich sofort den Rolli. Nach nicht mal 2 Minuten hockte er sich wieder neben mich und versuchte offenbar, mich zu beruhigen, indem er allen Ernstes zu mir sagte, ich weiß, was du da hast, das ist eine Spastik. Erkennt ihr die Absurdität der Situation? Jemand erklärt einem erwachsenen Spastiker, dass er Spastiken habe. Ich grinste ihn an und spontan schoss es aus meinem Mund. Ja, ich weiß. Ich bin Spastiker. Das konnte oder wollte er aber leider nicht verstehen und so fuhr er unbeeindruckt fort. Das ist aber nicht so schlimm, das geht nach 3 Minuten wieder weg. Achtung! Behinderteraufgabenung! Kommen Sie schnell, Ihr Behinderter will abhauen! Meine Güte! Was für ein Schauspiel, was für ein Theater! Thank you.
Während andere mit den Füßen über den Rasen laufen, fotografiert er den Rasen mit seinen Füßen. Der Sven Gockhardt ist Fußfotograf. Die Sonne scheint aus knallgrünem Blatt. Es ist so nah fotografiert, dass man jede einzelne Rille sieht. Nachaufnahmen sind um Sven Gockhardt seine Spezialität. Häufig sehen die Fotos aber ein Rätsel für die, die sie anschauen. Sie fragen sich, was zum Kuckuck hat er jetzt da fotografiert? So lieb. Ich möchte die Menschen einladen und inspirieren, sich hin und wieder Zeit zu nehmen für die wunderschönen kleinen Dinge in der Natur, die so häufig übersehen werden. Und ich möchte ihnen das Besondere im Alltäglichen vor Augen führen. Ein Perspektivenwechsel. Die Welt von unten nach oben, statt von oben nach unten zu sehen. Ein Ziel, das einfacher klingt, als es ist. Denn er kann nicht wie viele andere eine Kamera in der Hand heben. Ich bin Spastiker von Beruf, hätte ich fast gesagt. Das führt dazu, dass mein Körper sehr häufig nicht das macht, was ich möchte. Auch kann ich meine Kraft oft nicht gut regulieren. Kurioserweise gehorchen mir meine Füße besser als die Hände. Mehr über den Fußfotograf Sven Gockhardt findest du auf seiner Homepage. Dort hat er Videointerviews, Bilder und Text über sein Arbeiten aufgeladen. Der Link dazu findest du auf rabe.ch/subkutan. Plötzlich tätschelt mir jemand übers Haar oder streichelt mich an der Schulter. Sie glauben gar nicht, wie oft es mir schon so ergangen ist, und zwar durch Leute, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ein solches Verhalten ist schlicht und ergreifend übergriffig. Es verletzt mich in meiner Würde als erwachsener Mensch. Vielleicht sollte man den Artikel 1 des Grundgesetzes dahingehend etwas modifizieren. Zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Anmerkung des Autors, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich mag es, gestreichelt zu werden und liebkose auch gerne andere Menschen. Körperliche Nähe genieße ich sehr. Nur bestehe ich darauf, selbst zu entscheiden, wann und mit wem ich Zärtlichkeiten austausche. Hätte mich verkannt. Tja, was kann ich euch noch an unglaublichen Geschichten bieten, die spektakulärer sind als zum Beispiel die letzte mit dem Titel Eine neue Dimension des Wahnsinns? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Wahnsinn zu bewerten ist zutiefst subjektiv. Was ist wahnsinniger als etwas anderes? Für mich ist dies bereits die 15. Geschichte dieser Art. Und nach der vorherigen frage ich mich schon, was kann jetzt noch kommen, dass es wert ist, aufgeschrieben zu werden? Ich habe mich von diesem Menschen zu keinem Zeitpunkt ernsthaft bedroht gefühlt. Sein Rettungsversuch war zwar grandios gescheitert, doch mit einigem Wohlwollen möchte ich annehmen, dass seine Motive, wenn auch fehlgeleitet, stets ehrenhaft waren. Die Erfahrung hat mich gelehrt, bei solchen Aktionen stets ein Auge auf die Menschen in der Nähe zu haben. Denn ein solch ungewöhnliches Verhalten meinerseits löst bei vielen den Drang aus, etwas Nerviges zu tun, das ich gar nicht möchte. Von Realsatire zum Kabarett. Was für ein komödiantischer Abend.